So, willkommen zurück zu einer weiteren Episode Davids Minecraft Journey. Mein Name ist David und ich bin ein bisschen heiser. Also nicht wundern, aber alles in Ordnung. Bin heute einfach damit aufgewacht. Mir war ein bisschen kalt, ich denke daran lag es, dass ich alt werde. Aber ja, so, das Ding kam erstmal sehr gut bis jetzt an. Keine größeren Fragen kamen auch bisher auf, außer dass einer meinte in den Comments, dass bei ihm nichts gespawnt ist, wenn er hier ist. Und ja, das war nicht hoch genug. Also hier spawnt definitiv Hexenkram. Gucken wir es uns an. Schwierigkeit Stufe hart. Und ja, wahrscheinlich jetzt wieder vor Kamera nicht. Das doch, da geht's direkt los. Da unten war schon mal eine. Das Wichtige ist halt wirklich, dass ihr mindestens 24 Blöcke davon entfernt seid. Und ja, kein Peaceful anhabt. Dann muss das Ding halt laufen. Es kann gerne mal auch so ruhig laufen wie jetzt. Das ist mehr oder weniger random. Außerdem habe ich noch nicht jede kleinste Ecke sauber gemacht. Wenn wir mal gucken. Da 6, 7 Entities, wie wir hier oben sehen. Und ja, ich denke, da zum Beispiel liegt es dann daran, dass der Algorithmus gerade da checkt. Aber das macht ja nichts. So, während das Ding hier wirklich einfach mal keine... Doch, da endlich, zum Glück, wollte ich gerade sagen. Ja, während das Ding hier mal rumproduziert und Ende. Ach ja. Was ich gemacht habe, ich habe bis jetzt eigentlich nur hier die Scheibe bis zu den Pistons an beiden Seiten verlängert. Und seitdem hatte ich noch keine Spider-Spawns. Also normale Zombie-Spawns schon, aber noch keine Spider-Spawns. Und bisher passt mir das ganz gut. Also gucke ich es mir mal weiter an, ob das schon reicht. Und vielleicht nehme ich nochmal ein Stückchen Glas an jeder Seite weg. Upsi. Und ja, heute, was wir heute erstmal machen werden, ist das hässliche Dach abändern. Flup, hier seht ihr es. Hier müssten irgendwann auch gleich immer regelmäßig neue kommen. Also ich habe schon einen halben Stack Redstone Lamps gemacht, nur mit Kram, den ich hiervon habe. Sogar noch mehr. Gib mal her. Der ist aber in den Truhen da hinten, der restliche Kram. Und ja, da hat man es wieder gehört. Ich kümmere mich jetzt erstmal nicht darum, und dass ich da einen Hopper angeschlossen kriege, seitdem das so mit dem Zucker glitscht. Und ja. Passend zu dem Dach habe ich mir halt auch überlegt, dass wir hier vernünftige Seam haben sollten. Also, dass es halbwegs einheitlich aussieht. Und ja, mein Vorschlag wäre, zu diesem Halbkarum-Muster, was wir hier haben, hier ein rechteckiges halt entlang aufzustellen, was sich dem anpasst. Aber halt so im Flößer-Bretter-Style. Und deswegen habe ich hier schon so viel Kram. So, eben kurz Nachtwäsche gemacht. Und will halt auch gucken, dass wir da irgendein schickes Design finden. Was nicht zu massiv wirkt, aber auch nicht zu klein. Dass es dem Ding hier schön entspricht. Und auch noch trotz allem immer Zombie-Spawn ist. Spawn-Proof ist. Und auch hundertprozentig kein Licht da hinten rein wirkt. Das sollte eigentlich so oder so relativ leicht sein. Aber der Anfang wird erstmal für mich, was ich mir gedacht habe, da oben, hallo, Hexen, die spawnen, seht ihr, funktioniert einwandfrei. Das Dach, so wie ich es jetzt habe, mit Stufen zu umrunden, das wird schon ein bisschen nervig. Und so, das sollte gehen. Na, toll, hat nicht geklappt. Das kriegen wir schon hin. So, das Teil da vorne richtig zu füllen drumherum und mit Holz zu bedecken und dann zu gucken, wie das nur mit Holz aussieht. Und dazu skippe ich den Part am besten erstmal. Und wie viele haben wir? 64. Und mach einmal die Reihe Stufen drumherum, dass wir uns den nächsten Schritt ansehen können. So, ich denke, der Style ist ganz cool. Mit den umgedrehten Stufen einfach ganz normal nach da geklatscht. Ich habe jetzt mal ein Viertel gemacht, beziehungsweise eine der Seiten da, der Schrägseiten. Sind eine Menge Stufen, aber durch das ganze Land erheben hier haben wir ja auch jede Menge Holz bekommen. Und mal hier hin, damit ich nicht so rumbaumeln muss. Ja, das werde ich jetzt drumherum machen und die Mitte werde ich dann mit normalen Slabs ausfüllen. Dann braucht man kein Wasser oder so drumherum machen. Aber eventuell werden wir das trotzdem machen, je nachdem wie cool es aussieht. Hier so ein Wasservorhang zwischendurch und da drüber gehen dann halt Holzbögen, wo das Wasser drüber fließt.
So ist dann halt die Zukunft dafür geplant, aber erstmal müssen wir das Ding hier fertig kriegen. Mann, macht mich so eine Arbeit kirre. Kann ich gar nicht haben. Kribbelt's im Rücken bei, aber gleich bin ich ja durch damit zum Glück. Und ja. So, dann hätte ich nämlich erstmal den nervigsten Part schon mal hinter mir. Jetzt kommt der spaßige Part, mehr oder weniger. Ja, erstmal kann ich anfangen, hier das Wasser rauszumachen. Das ist der noch nicht spaßige Part. Ja, ihr hört schon die Slimes unter mir. Da muss ich halt definitiv noch einiges machen, um die Slimes loszuwerden. So, auf die Höhe hier kommt das. Das heißt, das Teil da kommt auch noch weg. Auf welche Höhe meine ich denn? Also auf diese Höhe. Also der Cobblestone da drunter kommt auch noch weg. Das ist der Grund dafür. Warum das Wasser hier war, habe ich vorher einfach mal nur gemacht, ganz am Anfang, übergangsweise, damit hier nicht spawnen konnte. Mein linkes Bein juckt und es macht mich wahnsinnig. So, jetzt kann ich mich auch wieder aufs Reden konzentrieren. Meine Güte. Und ja, so langsam wird das Ding hier. Das wird mich jetzt eine ganze Weile kosten. Erstmal das Wasser weg. Mundtrocken, erstmal das Wasser wegmachen. Und dann das Teil ausfüllen, und wenn ich damit fertig bin, komme ich wieder zu euch zurück, denn das dauert, wie gesagt. So, ich habe das Teil jetzt ausgefüllt. Und ja, hier wo vorher noch die Kobbelreihe war, habe ich jetzt auch Half-Slabs hingemacht. So, dass hier noch ein halber Block Luft zwischen ist im Prinzip. Bei Nacht sieht es ganz cool aus. Bei Tag möchte ich es mir aber jetzt erstmal angucken. Um zu sehen, ob ich da vielleicht auch noch so eine Treppenreihe drumherum mache. Bloß diesmal. Genauso. Fällt mir gerade ein. Und ja, ich bin froh, dass hier auch keine Fehler reingekommen sind. Für sowas bin ich nämlich eigentlich prädestiniert. Noch sieht es ziemlich eintönig aus. Was ich jetzt gleich im nächsten Schritt machen werde, ist hierfür ein Säulendesign finden, das irgendwie runterkommt, zusammen mit Fenceposts. Aber ja, so, gucken wir mal. Eigentlich sieht es ganz cool aus. Erzeugt einen seltsamen Effekt. Darf so bleiben. Und das stört auch keine Spawn-Rates, auch wenn man es vielleicht denken mag, so wie es gerade aussieht. Nanu. Da kann nichts gespawnt sein. Vielleicht war ich doch so gerade eben weit genug weg. ja, aber wieder mal ein Beweis, dass es funktioniert. Wie gesagt, ein, zwei Höhlchen fehlen noch. Aber es sind nur minimale. Und ja, ja, läuft. Ich denke mir jetzt ein kleines Schrittchen aus von... da oben werden natürlich auch nicht einfach nur Lampen sein, wenn wir fertig sind. Ich werde mir jetzt ein kleines Säulendesign ausdenken, damit es nicht einfach nur eine schwebende Holzplatte ist. Dann packe ich auch schon mal dieses Teil hier weg, damit es nicht mehr im Sichtfeld ist. Und dann bin ich wieder da. So. Habe mich jetzt für was entschieden, grob. Wo? Die Positionierung der... Na, waren wir sie da? Der ersten Lichter erstmal hinkommen. Hier vorne natürlich noch nicht.
Das werden wir auch noch angleichen, aber erstmal nehmen wir den Part und irgendwo da hängt eine Entity zwischen. Ah, wie heißt es noch gleich? Dem Spider-String. Also nicht wundern. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und das machen wir mal einfach mal so. Also zap, 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 zap. Das hätten wir da eigentlich auch machen können, verdammt. Na egal. So, hoffen wir, dass es genug Glowstone ist, den ich noch von den Hexen bekommen habe. Können wir nämlich schon mal die Fackeln runterpacken. Ja. Da. 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 Und jetzt müsste hier wieder 4 zwischen 1, 2, frei sein. 1, 2, 3, 4. Ja. Gut. Haha, ich habe mir was gemerkt. So. Ah, zack. Obwohl mir 60 FPS angezeigt wird, kommt es mir irgendwie so vor, als ob es ruckelt. So, die Brückenpfeile hier haben wir schon mal. Jetzt wird hier oben auf diesen Stufen schon mal nichts spawnen können. Da wollte ich nämlich nicht Slabs drauflegen. Ich das hier jedenfalls hingelegt habe. Und ja, da vorne noch. Und das nächste, was ist, dass wir an den Rändern, wirklich nur an den rechteckigen Rändern erstmal, noch nicht hier, versuchen werden. Oh. Habe ich meine Silk Touch dabei? Ja, habe ich sogar. In den rechteckigen Ändern versuchen werden, ein Floß, ach Floß, ein Design zu kriegen für einen Stützpfeiler. Dafür habe ich schon die Holzpfähle hergeholt, also sollte das eigentlich gehen. So, haben wir jetzt hoffentlich mal alle hier weg. Können wir schon darunter den Unterschied feststellen? Natürlich nicht. Dann mache ich erstmal überall hier weg. Das ist da vorne, ja. So, jetzt haben wir es. Das hier ausgeschnitten ist, nur damit wir erstmal den Unterschied von unten erkennen. Und ich nehme mal das hier. Und ja, sobald ich... eigentlich können wir es schon hier machen. Obwohl, ne. Und sobald ich ein Design jetzt gleich mit euch gefunden habe, kopiere ich das drumherum, denn ich möchte hier noch einen äußeren Ring drumherum setzen, der sich dem Dachdesign und dem Stützpfeiler-Design nämlich anpasst. Oh, haben wir ja fast direkt getroffen. Komm schon. Ja, da. Da wollte ich ihn hinhaben. Aber nicht da reinfallen. So. Nee, das kann sogar tatsächlich bleiben, bis wir da oben sind. Ich bin froh, sobald dieses Entity-Ding da despawned ist und das Rumgenerve nicht mehr da ist. So. Das heißt, wir können den hier nämlich so packen. Und der hier muss so, ne? Ja. Hier, den müssen wir immer noch bedenken. Hier darf nirgendwo Licht hin, wegen dem Blitzen da hinten. Hier könnte wahrscheinlich noch irgendwas hin oder wir könnten irgendwas abdimmen. Aber ich denke nämlich schon fast, dass das so fast reichen sollte. Wenn wir... vielleicht könnten wir auch noch Stufen drumherum machen. Testen wir es doch einfach mal. Sehen es uns dann von unten an. Können wir da unterirdisch nämlich noch an der gleichen Stelle einen Glowstone hinpacken, was den unglaublich coolen Vorteil bringt, unter Wasser leuchten zu haben. Aber erstmal mache ich hier wieder zu. Dich wollte ich. Oh ja, wegen dem Kram, da kann ich es nicht direkt um die Ecken machen. Also wenn ich sie jetzt drumherum schmiegen würde, oder? Ne, das sieht bestimmt cool aus von unten, so. Ja, hoffe ich einfach mal. So, wo war hier die Säule? Da. Schon lange nicht mehr so viel am Stück geredet, glaube ich. Obwohl ich schon für euch ein paar kleine Minicuts drin habe, denke ich mal. Da nehmen wir am besten direkt dann dunklen für Unterwasser. Ach, aber erst für Unterwasser. So. Und es wird auch schon Nacht. Das heißt, ich mache mal schnell Tag. So. Zap. Da ist es wieder Tag. Das Ding sieht ziemlich cool aus von hier unten. Auch wenn es farblich vielleicht variieren könnte. Das heißt, ich werde die Tage vielleicht mal mit dunklen Stairs versuchen. Je nachdem, wie das aussieht. Aber das hier gefällt mir noch nicht so. Das hätte ich gerne anders. Warte, was sagte ich da drunter? Wollte ich ja dunkel haben. Ach, schluck auch wieder, obwohl ich extra mal keinen Kaffee, nichts getrunken habe. Dann können wir das nämlich auch so wegpacken. Das dahin.
Und dazwischen diesen Kram hier. Das wäre jetzt für so einen äußeren Ring drumherum. Und ja, der Stützpfeiler sieht so ein bisschen traurig alleine aus. Aber das sollte sich ändern, wenn ich hier ein Zaundesign drumherum habe. Ich skippe einfach mal ein Stückchen und dann sehen wir uns wieder. Oh yeah. So sieht der grobe Anfang aus erstmal. Hier vorne habe ich jetzt erstmal für den Übergang nur Zaunpfähle hingesetzt. Ich weiß noch nicht hundertprozentig genau, wie ich das hinterher aussehen haben möchte, aber dazu sind wir ja hier. Das ist halt die Frage, ob die Teile dazwischen kommen. Habt ihr auch gerade ein Windgeräusch gehört? Oder bilde ich mir jetzt schon Sachen ein? Naja, so. Zack. Hier habe ich mir überlegt, kommt jetzt so ein heller Streifen drumherum. Also auch schon hier. Machen wir dich mal weg schon. Blub. Und hier eventuell wieder dunkel. Da bin ich mir jetzt aber noch nicht sicher. Na, wie gesagt, irgendwie leicht erkältet. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, was das soll. Machen wir hier ein bisschen lang. Dann haben wir die Episode für heute schon durch. Dann brauchen wir nämlich keinen Zweiteiler oder so draus machen. Sondern können erstmal gleich die Videozeit checken und daran bis zum Ende der Folge weiterarbeiten. Mal gucken, was ich dann noch cutten kann, weil ich möchte gerne halt diesen Karo-Ring abgeschlossen haben. Nur kostet das richtig viel Holz, wie ihr sehen könnt. Ah. So, deswegen nehme ich hier schon Slabs. Tada, tada. Gucken wir mal von hier vorne. Jo. Aber ich denke, dann muss hier wirklich noch braun hin. Dann stellt sich nur die Frage, und keine Angst, ich lasse normalerweise die Teile nicht so verschimmeln da unten jetzt nur auf Kamera, stellt sich halt nur die Frage, wie ich dann den Weg dahin mache. Wahrscheinlich die Mitte irgendwie. So. Das hier wird später ja nicht da sein, das müsst ihr euch jetzt nur für den Moment vorstellen. Oh, das war nicht so geklacht. Wie der meiste Kram, den ich hier mache. So. Ich hatte hier doch noch welche da. Komm her. Ach. Ob das zu bulky ist? Vielleicht hier noch ein bisschen schmaler. Hier müsste dann ja auch noch Zaun hinkommen. Damit sich das anpasst. Und ja, wir müssen ja hier... Hier dürfen wir ja kein Licht haben. Das heißt, wir müssten an der Stelle so oder so... Was für ein Skylight haben wir hier? 13. Das heißt, wir müssten dann hier wahrscheinlich so oder so eins höher gehen. A la dem Motto. Sagt mir nicht, ich habe jetzt keine. Ah! So, du kommst mal kurz übergangsweise hier hin. Wupp. Dank der neuen Mechaniken alles kein Problem. So. So, den hatte ich da einfach umgeknickt, ne? Jo. Hier kann ich jetzt leider nicht hin. Ich könnte hier wegmachen. Habe ich dann da Luft? Jo. Sweet. Hätten wir so erstmal den Kram hier. Komm du mal wieder weg. Aber, naja, hier ist noch ein bisschen rough dann der Übergang. Gucken wir mal. Vielleicht mache ich hier Glas hin oder sonst irgendwas. Oder einfach mal... Einfach nur so an der Stelle Lilipads... dazu sind wir wohl zu hoch. So. Jetzt braucht man noch von hier unten eine. Oder einfach ab der Stelle Lilipads bis da hinten hin. Das können wir gleich mal gucken. Ich muss erstmal die Videozeit hier checken und dann sehen wir, wie weit wir mit der Episode für heute sind. So. Komplette Designänderung. Nicht ganz, aber ein bisschen. Ich kam auf eine andere Idee, denn ich wollte den Part da drinnen nicht so massiv voll haben, sondern möglichst viel Wasser bewahren. So sehr irgendwie geht. Und da dachte ich mir, wir können es ein bisschen anders probieren. Wow. Und ja, dazu dachte ich mir, nehmen wir hell oder dunkel? Nehmen wir mal zum Kontrast dunkel. Wir haben hier so viel hell schon oben drinne.
Und davon haben wir natürlich wieder nicht genug. Vom einzigen Ding ever. Ja, ein bisschen Zeit haben wir übrigens hier noch in der Episode, merkt ihr ja selbst. Du kommst mal weg. Entschuldigung. Aber ja. Die Frage ist halt nur, wie ich den Fußboden will. Ich denke, ich werde den hier dann nämlich um eineinhalb Block anfangen zu erheben. Was? Wo? Was? Wie? Lasst mich doch mal hier raus. Jetzt habe ich auch keine Enderpearls mehr. Wo kommen die denn her und wie kommen die da raus, frage ich mich gerade. Ich mache mich mal lieber ein bisschen weg. Hol mir schon mal die richtigen Slabs her und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Geh weg. So. Design, 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 Design. Schon lange nicht mehr gemacht. Einfach nur Design. Und ja, ich denke, ich werde die gleiche Farbe hierfür nehmen. Oh. Ja, nicht runterfallen. So. So stelle ich mir die Mittelwege vor. Eventuell sogar noch eins weiter nach hinten. Puh. Ja, dann hätten wir hier nämlich zwei und das hier wären im Maximalfall von der Spitze bis nach da immer nur anderthalb. Obwohl, ein Diagonal ist ja mehr. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall werde ich den Ring bis gleich, also bis zum nächsten Tag, ich wollte schon sagen, bis zum nächsten Mal, mal halbwegs zur Hälfte rumbringen. Das heißt, hier vorne auch nochmal machen, dass man schon mal sieht, wenn es zusammenläuft. Dann hätten wir mehrere Schichten. Hier zwischen habe ich mich entschieden, den Kram einfach komplett wegzulassen. Ich glaube nicht, dass es da eine schicke Lösung gibt, die mir jedenfalls einfällt. Falls euch da was einfällt, könnt ihr Bescheid sagen. Und ja, so langsam entwickelt sich das Ding. Es wird Zeit, dem Teil bald einen Namen zu geben. So wie es momentan schon fast aussieht, würde ich bald zum Namen Hexenkessel tendieren. Hihi. Aber naja, ich habe hier mit zwei Stilen gearbeitet. Hier kann man das Wasser durch die Zäune sehen, da vorne durch die Slabs. Und ich habe mir überlegt, das Slabs auch noch drunter zu machen, statt da einfach nur Wasser zu lassen. Das kann ich aber eventuell auch noch mal ändern, je nachdem, wie mir die Laune ist. Ja, so ist das Teil auf jeden Fall spawnproof und ich mache die andere Seite. So. Für all die sich wundern, wie ich das die ganze Zeit gerade gemacht habe, diese nervige Arbeit. So, im ersten Diagonalbogen eine Etage da drüber hochgeschoben. Blub, 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 blub. Hätte ich auch im Wasser machen können, aber dann hängt man immer wieder mit diesem nervigen Problem fest, dass man irgendwelche Wassergeräuschquellen entfernen muss. Und ja, okay, da habe ich normale Oak-Sprouse-Wort-Dinger genommen. So. Und keine Half-Slabs. Das ist schon mal gut. Und oh, es wird gerade Nacht, sehe ich. Das heißt, ich sollte mich beeilen. Seht ihr nämlich nichts. Aber wir sind ja auch gleich schon durch. Das war anscheinend richtig. So. Unterirdisch werden wir in den nächsten Episoden, beziehungsweise im Fortschritt dieses Projektes, mehr machen. Das heißt, da hätte ich gar nicht machen müssen. Ich Idiot. So. Mal stell die Steinreihe hier weg. Schlafen gehen, das Glas hier drauf knüppeln und einen Cut machen und dann haben wir's. Aber ein bisschen Gameplay müssen wir ja schon zeigen, außer nur Cuts. Flupp und rein da. Übrigens, Anfang nächste Woche soll ich mir meine neue Festplatte bestellen. Das heißt, dann haben wir auch bald wieder noch ein bisschen besseren Sound, ja, obwohl das eigentlich nur mich betrifft, auf jeden Fall wieder ein bisschen bessere Videoqualität. Wie dem auch sei. So, nicht verwirren lassen. So, die Innenseite mit. Was hatte ich's gemacht? Bis dahin, ne? Dann nur die Schräge. Richtig, richtig. Manchmal kommt man sich ein bisschen seltsam vor, wenn man so mit sich selber redet. Aber dann denke ich mich jedes Mal, tja, als ob du es denkst oder als ob du es aussprichst. Macht auch nicht mehr viel Unterschied. So. Dann hatten wir hier nämlich noch Zäunchen vor. Und ja, während ich den Boden einlege, es sollte ja noch ein bisschen dauern. Habe ich hell drumherum, ne? Ja. So.
Während ich den Boden einlege, mache ich mal schnell einen Cut. Also dieses Ding hier. Komm her. Und dann beenden wir die Folge für heute. So, passend zur Nacht, der letzte Take für heute für mich. Ja, hier habe ich jetzt noch zwei unterschiedliche Muster. Das habe ich jetzt gerade eben on the fly geändert. Eigentlich hatte ich den Take schon mal gemacht, dachte mir aber, das dauert zu lange. Und das ignorieren wir jetzt einfach mal, dass es da Nacht wird. Und ja, ich habe es direkt eins breiter gemacht, wie ihr sehen könnt. Das hat mir halt nicht gefallen und ich weiß ganz genau, dass die Kommentare voll damit gewesen wären, die auch gesagt hätten, mach's noch eins breiter, das sieht zu gequetscht aus. Und ja, eine Frage, die ich jetzt an euch habe, ist, unter dem Glas Half-Slaps oder unter dem Glas keine Half-Slaps? Das machen wir abhängig von euren Wählerschaften. Und ja, jetzt wo es gerade dunkel wird, gehe ich mal Haier machen und dann mir im echten Leben hier was zu essen machen. Ich werde mich dann zukünftig, ich werde mich darum kümmern, dass das Ding hier drunterum fertig ist, soweit wie wir es da jetzt gesehen haben. Welches der Bodenmuster wir uns entscheiden. Plural, Singular, man weiß es nicht. Sehen wir dann noch. Und ja, sieht schon ziemlich cool jetzt aus, so langsam entwickelt es sich. Und wie oft ich das sage seit dem Teil. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.